heute mal wieder Need for Speed Run. Ist wieder mal angesagt, ne? Habe jetzt gedacht, ach, da muss jetzt mal noch eine Waldladung Run rausbringen. Und zwar der nächsten Location namens Rockville. Da fahren wir durch den Zion National Park. Ja. Gut, hier, weiß ich jetzt nicht, was es für ein Start ist. Kota, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob sowas gibt. So, ja, Leute, ich wollte mich jetzt nur noch mal fix zwischendurch melden. Man versteht mich im ganzen Spiel gar nicht, oder zumindest sehr, sehr selten. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall, ich habe wahrscheinlich, weil ich ja immer die Spielemusik immer eigentlich ziemlich weit drunter stelle, ziemlich leise mache, habe ich diesmal auch vorm Spiel geprüft, aber ich habe vergessen, die Windows, den Sound vom Spiel leiser zu machen, deshalb hört man mich fast gar nicht. Aber ich habe mir jetzt schon, halt, ich mache das jetzt wieder, ich sage es mal mit einem Commentary, es war jetzt kein Live-Commentary, sonst immer bei den anderen Parts gemacht habe, sondern standardmäßiges Commentary. Und ja, ich habe jetzt, wir haben jetzt noch ein Programm runtergeladen, normalerweise nehme ich einmal mit Fraps auf, als Autospur, als auch Ingame-Spur. Und jetzt habe ich mir aber noch eine, in Autospur und Ingame-Spur, die Kommentierspur, also die Sprachspur, die Mikrofonspur und der Audio, also die Lautsprecherspur, Ingame-Soundspur. Und da fürs Aufnehmen nehme ich halt immerhin immer noch weiter Fraps, aber für normales Kommentieren, also fürs Sprechen, nehme ich jetzt immer Audacity, damit ich zwei Autospuren habe und die füge ich dann halt ein, entweder hier in Camtasia oder so in Vegas, wie auch immer. Ja, und da wird es dann auch keine Konsequenzen, ich bin gerade durcheinander. Da wird es jetzt auch keine Probleme höchstwahrscheinlich mehr geben, weil ich jetzt wie gesagt zwei Autospuren habe und ich dann das übereinander ein bisschen einstimmen kann. Da kann ich auch einen Ingame-Sound schön hochstellen, den tue ich dann im Programm wieder runter und dafür meine Gelaber ein bisschen lauter machen oder leiser, je nachdem, was besser ist. Und ja, ich habe jetzt glaube eine Stunde und vier Minuten bin ich gefahren, wollte eigentlich maximal eine Stunde, aber ein Rennen, das ist dann halt nochmal schief gegangen. So allgemein ein bisschen schwer als die ganzen anderen. Ich weiß nicht warum. Und ich bin, glaube, von Anfang an bis Ende mit dem Lambo gefahren. Habe zwischendurch immer gewechselt. Aber es hat nichts gebracht. Dann habe ich das Rennen verloren im Prinzip und musste neu starten. Machen wir wieder halt ein Lambo. Und da habe ich gesagt, bleib ich mein Lambo. Fertig ist. Und ich muss sagen, die Cops hier drinnen sind extrem beschissen, ne? Werdet ihr später noch sehen. Übelst mega Hardcore-Mies, wie die teilweise vorgehen. Die labern mich voll von wegen, ja, alle Kontrolle verloren. Und dabei sind fahren die an mich ran. Und dann fahre ich nach links, ziehe aber rechts wieder rein und ramme die ein bisschen. Dann sagen die, ich habe die Kontrolle verloren. Gucken, ob man mich dann mal noch rumlegen hört. Das wäre noch ziemlich lustig. Hier mal fix noch ein bisschen abgekürzt. Also abgekürzt, ne? Also hat man nichts gebracht, hätte ich eine normale Strecke fahren können. Nach so einem Fail. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, ich komme bis Etappe 5. Etappe 5 schaffe ich jetzt, also Etappe 4. Etappe 5 schaffe ich noch und fange mit Etappe 6 an, mit dem ersten Rennen. Bis dahin mache ich es. Und ja, es kommt noch ein Rivalenrennen dazu, vorher spielt man, das ist Spoiler. Und ich werde, glaube ich, Fahrtstufe 10 anwenden. Ja. So, jetzt bei den Zwischenfrequenzen sage ich jetzt mal, da bin ich mal leiser jetzt als Nachkommentator. Weil da hört er mich ein bisschen. Also, Red Mountain Pass, Million Dollar Highway. CO ist Colorado. Ja, so, jetzt müssen wir wieder 6 Positionen gut machen. Das ist jetzt, ich glaube, einmal, ja, jetzt wechsle ich zu einer anderen Karre, ich glaube, wieder behalte ich einen Lambo oder ich wechsle zum Porsche, aber ich glaube, ich wechsle zum Porsche. Und zwar zum GT2, GT3 RS40 und GT2, ja, haben wir auch noch. Ja,
Ja, gut. So, also demnächst kommt, also ich habe jetzt auch GTA 4 durchgespielt, die Kampagne. Hier, seht ihr, ich wechsle zum. Hab ich jetzt Porsche, oder? Ja, gut. Kommt noch GTA, weil ich habe die Kampagne jetzt durchgespielt, von dem Ende war ein bisschen lame, muss ich sagen. Naja. Aber an sich ganz geil und ich, aber erst wenn GTA 5 rauskommt für PC, dann wird logischerweise die Scheiße erstmal Let's Play. Und jetzt wird Speed Run, das mache ich jetzt eigentlich, ich bringe jetzt jeden Tag bis zum Ende, bis ich das durch habe, ein neues Gameplay raus, weil ich muss ja rein. Welcher ist heute der 25. Also in 4 Tagen oder 5 Tagen kommt ja auch Battlefield 4 raus und da könnt ihr euch schon Keks freuen. Ja, das war's richtig geil. Audiospur schön auf einer SSD, weil das Spiel nimmt 15,4 GB weg. Ich meine, für so ein Game 15,4 GB ist schon ein bisschen happig, muss ich schon sagen. Ich meine, dafür, dass es so eine kurze Kampagne ist. Und eine Bekannter von mir hat gesagt, ja, du brauchst 2 Stunden, um die Scheiße durchzuspielen. 2 Stunden, bis jetzt schon fast 3 Stunden kann. Ich weiß Gott nicht, der schlechteste Fahrer. Denn ich habe öfters mal ein Rennen wiederholt, aber so schlecht bin ich dann auch wieder. Ja, auf jeden Fall ziemlich funny. Rivals bin ich mir auch noch nicht sicher, ob ich es hole, weil es kann sein, dass es nicht so toll wird. Wobei, Achtung, jetzt kommt der Oberburner, es war wie mit Ghosts. Man kann schwimmen unter Wasser und die Fische schwimmen von einem weg. Man kann das Kennzeichen ändern, man kann draufschreiben, was man will, man kann draufschreiben, ja, Paul oder Lodomat. Man kann draufschreiben Hashtag YOLO, man kann einen Strich machen, man kann NFS schreiben, man kann sonst was schreiben. Und ja, fühlt sich halt besonders. Man kann wieder ordentlich tunen, was er hier jetzt in Run mehr oder weniger nicht ganz so da war. Man kann wirklich ordentlich tunen, habe ich gesehen. Und ja, Rivals, weiß ich auch nicht, wie sie da drauf gekommen sind. Ich hoffe mal, die haben eine ordentliche Kampagne. Ich meine, dieses Jahr war ja wirklich ein übelster Burner von Spielen, die rausgekommen sind. Ich meine, was kam am Anfang vom Jahr raus? Kam dieses Jahr Crysis 3 raus? Ja, ich sag einfach mal, dieses Jahr Crysis 3. Dann mein Oberburner, Bioshock Infinite. Da kommt noch Battlefield 4 raus, GTA 5 kam raus, Call of Duty Ghosts. Ne? Ist jetzt so ein bisschen. Ich habe jetzt auch auf der Ghost-Seite gepostet, bitte das Spiel nicht releasen, es wird eh wieder voller Camper-Spray und dummen Kindern sein. Nicht dummen Kinder, das war jetzt ein bisschen übertrieben, sondern eine minder bemittelte Community, weil da zu viele junge Kinder drin sind. Ich habe auch ein Video gesehen, da wurde einmal getubed, so ein ganz kleines Kind. Das, wenn die Sound aktiv und wenn die Sprachchat machen, das, du hörst nur 9-Jährige, nichts gegen 9-Jährige, aber trotzdem, man hört nur 9-Jährige. Das ist jetzt... Aha, das regt mich auf. Ja. Ich will zwar nicht flame, aber das ist halt so, ne? Warum muss man denn nur mal erst ran? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, du kommst schon wieder ausgerastet. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Wenn ich's weiß, dann... Bin ich auch fast an den Tank gekrammelt. Ja, auf jeden Fall. Ja, gut, jetzt wechsle ich wieder zu Utekluta. Aber CM, ja. Muss ich jetzt, dass ich weiß. Ich weiß nicht, über was ich noch labern soll. Sie haben schon ein bisschen labern können, weil es eine Reduktion noch hast. Ich hätte es einfach bei dem Doktor auch machen. Thank you.
dann echt eine Menge Spaß, Alter. Ich steck. Sich nicht weg. Nein. Ja, jetzt. Nein. Jetzt ist es ja, kleiner geworden. Alter. Alter, ich hab grad den Panda nie weggeschossen. Ein Durchsuch. Scheiß Steam-Nachrichten. Wird immer mein Ende. Das Spiel wird auch immer pinkeln. Das war auch einmal. Aber ich bleib zwar nicht weg in den Auto. Das ist ja lustig. Aber trotzdem. Naja, ist ein bisschen fehl von Steams. Müssen wir es mal noch beheben. Die Spiele. Was ja auch bei Fest noch beheben müssen. Nee, das hier. Beheben. Also noch hinzufügen müssen fürs 3.6 Update, dass zwei Autospuren aufgenommen werden. Vor allem, ich habe jetzt kein Problem mit Autos, sehe die zwei Autos aufnehmen. Ich sehe nicht mehr, was er gestartet hat, dass sie die ganze Zeit noch immer noch bearbeitet hat. Es war trotzdem schön, wenn cool, sie das auch bei Flips auch noch hinzufügen, weil ich habe jetzt 30 Dollar für das Zeug bestellt, für 30 Dollar zahlt für Fraps. Ich vermute, dass ich nicht innerhalb von... Haben die nicht mal die Funktion hier Autospuren aufzunehmen? Spielzeit 2,5 Stunden. Schon eine Entfernung von 1300 Kilometern gelegt haben. Aber jetzt haben wir es gekauft. Ja, und jetzt ist eben auch diese Frame-Pushing schon auf. Achte dann später mal bitte auf den Leben, da hängt mich auch aus. Das geschafft, ich werde nicht den Berg umgekehrt. Guck, ich werde den Berg nicht umgekehrt, ich sag's euch. Ja, aber ich komme den auch, der fährt extra vorbei. Ich bin. Komm Leute, mach schon, 10-3-3 Leute. Da kommt eiskalt, da kommt noch ein Zeug. Halt nicht bei Ich bin nicht mehr.
Kannst du da noch ein bisschen aus die Richtung ziehen? Von wo sie gerammt wurde? Kit oder wo? Aber... Ich glaube, es regnet nicht. Und ja, weil ich sag mal, es gibt Glatteis. Glatteis gibt's. Kommentar wird immer noch zu hören. Weil du da wirklich fast nicht mehr hinkannst. Mit. Mit. Ja. Hübscher Überschlag bei Dirt 3. Rollt bei dir. Ja. Falls ihr es jetzt auch verstanden habt, ja, ich habe dann so 3 Videos hochgeladen, ne? Und... Da deine Desktop-Challenge folgt bei dir, weil es waren über 4 sind da geschaffen. Mal überschlagen. Über 6 Mal. Ja, dann noch bei dir. Ich muss feiern, aber... Kommt bei meinem ersten Rang so viel feiern. Ich hab keine Freunde für das Spiel. Ich hab keine Freunde für das Spiel. HDC ist halt... Check, check. Nächste Tage starten. Läuft. So. Wenn jetzt auch das Video genau in Jump geht, hab ich mir für die Feierhammer. Meine Uhr hat die beim Zunehmen mal wieder Batterien reingemacht. Rocky out. Fahr mal in Rocky Mountains. Da will ich auch mal hin. Rocky Mountains? Will ich auch mal hin. Also ich will allgemein noch mal nach Kalifornien. Ich glaube, Rocky Mountains sind noch ein bisschen mit in Kalifornien. Ja, auf jeden Fall. Da will ich auch auf jeden Fall mal hin. Interstate 70. Grand Interstate Mesa 70. Grand Mesa National Forest. Colorado. Zurückgelegte Distanz sind jetzt schon wieder innerhalb von ein paar Minuten, ich glaube von 12 Minuten sind wir jetzt wieder. Keine Ahnung, wie viele Kilometer gefahren, ey, 200. Thank you.
40 Plätze. Fahrerstufe plus 1. Das Rennen. 550. Wie setze ich mich? 150 XP. XP, Exposition Points. Deutsche EP, Erfahrungspunkte. Eine große Nitro-Flasche wurde installiert. Du hast jetzt doppelte Nitro-Kapazität bei einem längeren Schub. Läuft. Sehr geil. Oh, ich hab nichts mehr zu trinken, scheiße. Durchschnittstempo 208 km/h. Ja, ich bin jetzt zwar die ganze Zeit Highway gefahren, aber irgendwie ist die Durchschnittsgeschwindigkeit jetzt um 3 km pro Stunde gesunken. Von 211 auf 208. Verstehe ich nicht. Schon wieder 10 Punkte. Das wird safe. Das wird safe.
Das war schon krass klar. Sagt, dass es eine Tankstelle gibt, die ich nicht gesehen habe. Wobei hier roter Sprit gefahren wurde. Das Benzin. Was ist denn? Um 7. Okay. Okay. Na gut. Um 7. Heißt noch eine halbe Stunde. Ja, ja.
Straße höher anfahren. Und die anderen Autos. Cäsar de Leon. Cäsar ist auf den Straßen von L.A. aufgewachsen, hat eine durchwachsene Vergangenheit. Punkt, Punkt, Punkt. Ich lese jetzt mal nicht weiter vor. Könnt ihr euch selbst durchlesen. Die fahren als Team Jack. Pass auf! Das kapiere ich jetzt mal. Die fahren als Team Jack. Pass auf! Thank you.
Ort Aspen. Independence Pass. Colorado. Schwer gewesen, hätte ich jetzt nicht mehr reisen können, aber gar nicht. Gipfel in Independence Pass. Ja. Was ich da? Ja, CO, Colorado. Seht das? So läuft das bei mir. Bei Zwischenfrequenz. Oder Sequenz. Sequenz. Oh.
That's not so good. Ich will die Pika. Ist immer ein bisschen kalt. Ich auch nicht versuchen, was soll ich denn sonst machen? Warum fragen die, willst du es wirklich alleine versuchen? Nee, ich will es überspringen. Oh. Gott! Wenn ich sage, ich will es auch nicht versuchen, will ich es auch nicht versuchen. Und nicht, willst du es wirklich? Thank you.
haben. Winterzauber-Challenge, sage ich. Ich bin so schwul. Also, ich würde es nicht wundern, wenn ich das Spiel stimmt oder auch nicht einmal gestellt. Winterzauber-Challenge. Summit Independence Pass von Colorado jetzt bis zum bis zur Kommerzstadt in Denver in Colorado. Kommerzstadt. Bleib mal dabei. Die Schadensanimation ist aber nicht sehr schön.
Möchtest du dieses Event wirklich neu starten? Neu versuchen? Sprecher. Verleser ihr. Ja, ich möchte es neu starten. Ich drücke nicht umsonst auf den Button. Erneut versuchen. Ich bleib jetzt beim Lambo. Fahrstufe 10 erreicht. Damit haben wir ein
ein Renault Sport irgendwas, was auch immer, freigeschaltet. Und damit würde ich sagen, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal, bis zur Staffel 4, nicht Staffel, sondern Folge 4, Part 4 von Need for Speed to Run. Haut rein Leute!